Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Wir essen und konsumieren jeden Tag auch die Produkte, die ein wichtiger Bereich in dieser Gesellschaft jeden Tag herstellt. Die Landwirtschaft, sie ist ein wichtiger, aber nicht immer beachteter Wirtschaftszweig. In Krisenzeiten aber kommt der heimischen Landwirtschaft dann oftmals eine größere Bedeutung zu, weil auch sie uns daran erinnert, dass zu Hause produzieren die Abhängigkeit von außen reduziert. In der deutschen Landwirtschaft erzeugen rund 608.000 Beschäftigte in 264.000 Betrieben jedes Jahr Güter im Wert von 58 Milliarden Euro und das auf einer Fläche von 16,6 Millionen Hektar, halb Deutschland. Denn die Hälfte unseres Landes wird landwirtschaftlich genutzt. Und wenn man die Forstwirtschaft noch mit dazu nimmt, dann sind 80% des Landes durch diese beiden Gruppen Forst und Landwirtschaft bewirtschaftet. In einem Land, das im Ausland vor allem für seine Industrieprodukte, die Erzeugnisse des Mittelstands in vielen Bereichen bekannt ist und geschätzt wird, eine bemerkenswerte Größe. Und die Landwirtschaft ist eine wichtige Stütze der Wirtschaft in unserem Land. Nicht nur wegen der Erzeugnisse, die sie selber herstellt, wie Nahrungsmittel, wie Obst, Gemüse und Fleisch, sondern die Bauern in Deutschland sind auch zahlreiche Abnehmer von Produkten aller Art und Auftraggeber, vor allem in der eigenen Region. Zumeist sind es kleine oder mittlere Betriebe im Umkreis der landwirtschaftlichen Betriebe, die eng mit den Höfen und Betrieben verbunden sind. Ob Handel, Handwerk oder Finanzgeschäfte, die moderne Landwirtschaft nutzt eine Reihe von Dienstleistungen vor Ort. Hinzu kommen Transport und Logistik, pharmazeutische Produkte in der Tierhaltung und auch chemische Erzeugnisse in allen Bereichen. Die Landwirtschaft ist ein großer Wirtschaftsfaktor in der Gesellschaft. Sie befindet sich aber auch, wie viele andere Branchen, im Wandel. Und der hat viele Facetten und bietet reichlich Herausforderungen. Die Bodennutzung verändert sich, die Art zu wirtschaften. Ob konventionelle Landwirtschaft, Biobauern, deutsche und europäische Agrarpolitik, Artenvielfalt, der Einsatz von Chemie und viele andere Themen. All das beeinflusst Erträge und auch das Einkommen. Die Betriebe werden größer, aber es gibt im Laufe der Jahre immer weniger. Vor allem kleine und mittlere Höfe haben Probleme, eine Nachfolge zu finden. Und das Höfesterben wird wohl weitergehen, denn schon heute sind viele, die eine Hofleitung innehaben, älter als 55 Jahre. Ein wesentlicher Punkt, warum die Betriebe weniger, dann aber immer größer werden. Die Landwirtschaft und ihre Erzeugnisse sind ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Deutschland wie Europa und im harten, andauernden Strukturwandel und als gesellschaftliche wichtige Gruppe stets Gegenstand der Debatte. In Gesellschaft und auch in Politik, auch und gerade wegen ihrer Rollen beim Umwelt- und Klimaschutz. Die Herausforderungen, vor denen dieser Bereich unserer Wirtschaft steht, jedenfalls sind gewaltig. Wir haben die höchsten sozialen und Umweltstandards in Deutschland. Wir produzieren auf dem höchsten Niveau, erreichen aber leider die niedrigsten Erzeugerpreise. Und das können wir nicht durchhalten, das kann niemand durchhalten. Und wir müssen uns jetzt als Gesellschaft ehrlich machen, wollen wir das auch? Ich weiß von vielen Gesprächen mit Bürgern, dass die bereit sind, auch etwas mehr auszugeben. Wir reden gerade bei der Milch von wenigen Cent, um die es geht, die den Landwirten helfen würde. Oftmals ist es so, dass der Kunde auch gar nicht weiß, was er an der Ladentheke gerade in seinem Einkaufswagen reinpackt. Schauen Sie mal drauf, wo die Produkte herkommen. Die kommen aus aller Welt und wir reden hier von einer CO2-Bilanz bei manchen Produkten. Da kriegen Sie das blanke Grauen. Und daran, das sind alles Dinge, das kann man über Nacht nicht ändern, das wissen wir auch. Nur wenn wir nicht mal endlich anfangen und wir reden seit Monaten immer über dasselbe Thema. Wir müssen jetzt Fakten schaffen. Ich glaube, wenn die Bevölkerung wüsste, wo die Lebensmittel herkommen und wie der Landwirt bei uns die erzeugt und wie wenig Geld er teilweise dafür bekommt, und das ist ja in den letzten Jahren immer schlimmer geworden. Wurde ja vorhin erwähnt, dass wir zwei Trockenperioden hatten, wo Landwirte fast gar nichts verdient haben. Ich meine, ich möchte mal wissen, wer von Ihnen in der Runde allen Ernstes mal ein Jahr umsonst arbeiten würde. Dann würden sie auch auf die Straße gehen. Christian Stumpf beobachtet gerade eine Herzoperation und macht sich Sorgen, denn es treten immer häufiger Lieferengpässe auf. Wenn plötzlich irgendwo ein Werk ausfällt in China, gibt es Lieferengpässe für ein Standardpenicillin. Kann man sich ja nicht vorstellen in der heutigen Zeit, dass man ein ganz normales Penicillin, ganz normales Antibiotikum dann nicht mehr bekommen kann. Ja? Fast 80% der Wirkstoffe für Antibiotika in der EU kommen aus China. Aber auch viele der Artikel, die hier für jede Operation benötigt werden. Wir wollen dem Patienten helfen und wenn wir es dann nicht können, dann ist es natürlich, das ist nicht nur frustrierend, sondern es ist eine Katastrophe. Ja. Tatsächlich sagt der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ganz offen, die Abhängigkeit folge einem strategischen Interesse.
Wir müssen die Abhängigkeit internationaler Produktionsketten von China ausbauen. Als Gegenmaßnahme und Abschreckungspotenzial.